Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 4. Wir brauchen hier auf jeden Fall ein paar mehr Pikmin. Ich kann die nochmal hinwerfen. Jetzt haben wir da beispielsweise 3 Pikmin. Brauchen aber irgendwie 10. Ich habe alle anderen Westbrook immer auf die andere Seite rüber geworfen. Das war nicht sehr intelligent, aber vielleicht kann ich davon ein paar mit einem Läuten wiederholen. Und dann klappt es safe. Ist zumindest meine Hoffnung. Und das kommen nämlich alle wieder, bis auf die, die man da unbedingt zwangsweise braucht. Und das ist gut. Jetzt kann man nämlich auch das hier fortführen und dann klappt das nämlich alles auch. Sind es einigermaßen so wie von mir geplant, das Ganze. Weil jetzt haben wir nämlich genug Leute, die das Ding jetzt heben können. Und dann können nämlich die anderen Pikmin damit jetzt auch auf. Und so funzt das nämlich. So, und jetzt brauchen wir gleich die ganzen Game-Pikmin, weil die können nämlich dort durch den Zaun gehen und können da bestimmt was sehr Interessantes machen. Die werden da sowas von gleich benötigt werden, das sage ich so, jetzt einfach mal an dieser Stelle. Es macht Spaß, es macht echt Spaß, also Sachen rauszufinden, so, die halt dann nutzen, das ist echt cool, so. Ich mag's. Ich bin mich da voll schlau, obwohl es eigentlich ein Kinderspiel ist. Ab 6 Jahren. Freigeben, aber ich fühle mich schlau. So, wir haben neues Glycerium. Perfekt. Noch mehr Glycerium. So sieht's aus. So. Bald können wir das Radar verbessern. Ja, das ist super. Richtig und wichtig. So, jetzt gehen wir aus dem Zaun. Und da will ich das ganz gern. Das kann man jetzt nämlich einstellen. Die Game Pikmin. Loslassen. Ach, die können den Zaun kaputt machen. Leider gerade nicht mehr davon. Ich hoffe, dass diese Anzahl ausreicht. Sieht aber irgendwie nicht so aus. Ach, ich finde es immer sehr, sehr interessant, wie auf einmal so ein Ding spawnt random. Rote Flüssigkeit. Ah, Zaun nicht kaputt. Super. Gut, holen wir alles erstmal wieder her. Und probieren mal ein Versuchobjekt aus, was das hier eigentlich ist für eine. Vielleicht haben da die Gelben drauf Bock. Wurst, dann lassen wir das. Aber weißt du, was sollen wir mit der Flüssigkeit machen? Ah, auf keiner. Ah, von Hund ist das was? Ah, Seht also diesen roten Nektar an. Ich frag mich da. Ultramotiver Spray. Aha. Ein Spray auf Basis eines roten Nektars, dessen Bestandteile extrem motivierend wirken können. Sowas bräuchte ich für die Schule. So ein Spray, ich mache es einmal tsch, tsch, und so bin ich motiviert. Das wäre doch perfekt. Okay. Welche Nebenwirkung das Spray hat, kann. Spray haben kann, ist allerdings unbekannt. Ach, geh mir weg mit Nebenwirkungen. Ich glaube, hierbei handelt es um Ultramotivier-Nektar. Okay. Füll den Feuersack in eine Flasche, bevor du ihn in deiner Tasse verstaust, damit es keine Flecken gibt. Ultramotive Einsatz scheint es hier an vielen Orten zu geben. Sie können uns sehr nützlich sein. Verstehe. So, und 10 zwei Pikmin, die dürften hinten sein. Jawohl, aber es sind ausgerechnet 2 von den gelben Pikmin. Deswegen holen wir die gleich mal wieder, weil die wichtig sind. Und da sollten wir aber allerdings einen anderen Weg nehmen, weil es hierum keinen Sinn macht. Und dann können wir endlich das mal weiter sauen. Ich sollte vielleicht auch mal wieder den neuen. So. Mal Handy notieren, dass eine neue Aufnahme gestartet habe, was sonst verlierst du da. Aber sowas von komplett den Überblick. So, kommt mal her, beiden Pikmin. Pikmin Super. Wenn euch. Brauche ich es jetzt. Ah, ich wollte eigentlich schon die Taste drücken, aber ist auch wurscht. So,
Ah, hier kann die Basis neu genutzt werden. Da verlegen wir mal unsere Basis hier hin. Und herkommen alle sofort. Ach, die kann buddeln. Nein, da nicht herkommen. Werft mal fleißig mit dem Buddeln. Dann können wir jetzt zum Beispiel hier, das ist super, die Eisenbahn ausbuddeln und die zurückbringen. So, dann brauchst du noch zwei Male. So. Und ihr könnt mal die Eisenbahn durch die Gegend tragen. Achso, ist ja Essen hier, moin. So, dann müssen wir mal wieder ein bisschen aggressiv werden und hier einmal den hier machen. Und da haben wir gleich mehr Pikmin, so muss das. So, und das eigentlich Interessante ist jetzt da mal hier oben. Machen wir mal die Elektro-Pikmin hin, vielleicht können die irgendwas machen. So. Schauen wir doch mal, wen wir hier jetzt auf einmal haben. Jetzt wird's nämlich spannend. Ich glaube, wir haben einen weiteren Kollegen von der Rettungscrew gefunden. Schnell sehen Sie für die Visitenkarte an. Schnotz. Okay, Heimatplanet Sigurai. Ein weit gereister, höchst angesehener Gutachter. Basierend auf seiner Methode wurde eine zuverlässige KI entwickelt. Moment mal, das ist kein Rettungscrew-Mitglied. Wer kann das bloß sein? Wie ist er hierher gekommen? Der Visitenkarte zufolge handelt es um einen Schatzexperten. Was macht denn so jemand hier auf diesem Planeten? Ich frag mich, erinnert ihr euch noch an das Logbuch, das uns zusammen mit Captain Olimars SOS-Signal übermittelt wurde? Wenn er es auch empfangen hat, ist er vielleicht hierher gereist, weil ihn die Schätze interessieren. Und dann ist er abgestürzt, so wie Captain Olimar. Das halte ich für die logischste Erklärung, als ob das auf einmal alle abstürzen, ey. Das gibt's ja nicht, ey. Ich hoffe ja, dass er der Einzige ist, aber nun, wir sollten die Augen nach weiteren Gestrandeten nun mal offen halten. Es könnte hier noch weitere Personen in Not geben. Bis aussieht, haben wir eine weitere Mission. Ihr wisst, was zu tun ist. Otzin und David. Hilfe für die Gestrandeten. Neben Captain Olimar und der Rettungsschuhe sind wohl noch andere auf diesem Planeten gestrandet. Auch wenn es schon genug zu tun gibt, suche nach ihnen und rette auch sie. Naja, das weiß er nicht. Nein, Scherz, das war mal. So, was haben wir hier? Gar nichts. So, da unten ist noch irgendwo. Ach, da kam. Ah, da könnte man jetzt. Ach, da. Ah, ja, da war die Basis schon, ich verstehe. Ich glaube, mehr gibt es ja selbst nicht mehr. Ich glaube, es ist anders halt. Zur Oberfläche zu reisen. Perfekt. Wir haben Schnotz gerettet. Haben einiges an Glycerium gesammelt, nämlich 380 mehr. Am 50% Fortschritt, das ist in Ordnung. Das erste. Sagt, ich bin nicht jeder, der es überall irgendwo 100% braucht. Wenn man es nochmal bräuchte, könnte man da später immer nochmal irgendwas zurückkehren. Also ich bin da eher so ein bisschen so relaxer drauf. Wenn man so will. So. Wo liegt denn das Problem? Oh, verstehe. Manche Pikmin wollen dir nicht an die Oberfläche folgen, ja? Es scheint ein Limit zu geben, wie viele Pikmin, wie viele alten Pikmin gleichzeitig an der Oberfläche sein können. Aber um die anderen musst du dir keine Sorgen machen, wenn du deine Truppe auswählst. Alle verbleibenden Pikmin warten in der Siebel an der Beagle. Okay. Das ist nochmal gut zu wissen. So, und ich kann jetzt hier einfach mal. Ich kann sagen, dass wir hier von 5 machen. Hiervon auch 5 oder 3. Und den Rest machen wir einfach mal damit voll. Und wir haben 30 Stück. Das ist meine Kombination. Eine neue Pikmin-Art, sagt Colin. Sie überraschen mich immer wieder. So, jetzt sind wir wieder an der Oberfläche gelandet. Wir haben ja noch einiges an Zeit, bis es Nacht wird. Und wir werden im nächsten Part weitermachen. Und vermutlich auch nochmal auf die Fabriklabyrinth zurückkommen. Weil wir da ja irgendwie erst unsere 50% haben, was da noch nicht so viel ist. Weitergehen wird es auf jeden Fall im nächsten Part.
Mach's gut, bis dahin. Und ciao!